なぜ私にはお話ししてくださったんです？なんとなくライラも私と同じことを考えてるんじゃないかなって思って、抱え込んだままにしなくていいよって言いたかったんだ。え？え？何？そんな驚くこと？ああ、ロゼさんと私って似ているんですよね。勝手に決意してしまったり、自分の役割を決めつけたりしてしまうところが。ああ、そうかも。だから同じこと考えてんじゃないかって気がしたのか。なるほどな。ロゼさん、ありがとうございます。楽になった気がしますが。そう、ならよかった。この出会いに感謝しておりますわ、ロゼさん。ライラって芝居がかってるよね、ほんと。もう、ロゼさん。さあ、みんなに伝えに行こう。俺、旅して分かったよ。自分からは見えてない星もあるのに、見えないから輝いてないって思われることもある。実際、伊豆地から見上げるだけじゃ見えない星もたくさんあったな。誰だって気づきさえすればその輝きがわかると思うんだ。アリーシャだってみんなの声を聞いたから初めて本当の意味で分かってくれたんだから。あの時の君は傑作だった。すげえワクワクしたよ、あの時。他の人たちも天族に気づけるかもって。だがあれだって君が感覚を遮断しなければ。そうか、決戦の後どうするか考えたんだな。うん、俺がマオテラスを宿して全ての感覚を閉じればグリーンウッド全域に力を委ねられるんじゃないか。そうすれば同志になれるほどの素質がなくても獣士は俺と同じように力を操れるんじゃないかって。確かに君の全ての感覚を獣士に委ねれば悪いわ。アリーシャのことを考えると力を震える獣士の数も増えるかもしれない。新たな同志の出現に期待するよりはずっと建設的な考えと言えるね。だろ？だがその行動の意味を分かって言ってるのか。ああ、マオテラスの自浄作用に任せられるくらい、獣士となった人が大地の汚れを鎮めるまで俺は眠り続けなきゃいけない。マオテラスとつながり、時に取り残され、何年、いや何百年待つのか。そもそも天族を知覚できる人が現れても天族と共に生きる道を選ぶかどうかわからないぞ。信じるさ。夢はどうなるんだ。世界中の遺跡を探検するんだろう。俺が忘れない限り終わらない。わかった。サンキュー、ミクリオ。本当バカね。男がバカなんじゃなくて女が頭良すぎんのさ。なあ、何それ、人生観。なんだ、みんな育っちゃったな。さっきの話みんなも聞いていただろ。ええ、たくエドナじゃないけど本当バカ。
出発しようか。え、朝まで待たないの？アリーシャさんたちに挨拶もなしに？この星空のもとで出発したいんだ。そうすれば星空を見るたびに今日を思い出せそうな気がするから。今日の君はやけにロマンチストだな。そうかな。どうするの？行くの？ああ、決戦ですわね。うん、じゃ気合い入れていきますか。Was? Okay, ich dachte, das wäre ein Glitch oder so. Da nimmt er sich direkt den Hut wieder zurück. Sehr gut. Okay. Das ist auch mal ein bisschen eindeutig, was als nächstes kommt. So, Helldive, willkommen. Wir sind zwar 20 Level über uns, aber... Na gut. Ich habe das Gefühl, ich werde den Part in zwei Parts einteilen, also zwei 20-Minuten-Parts. Weil das ist mir doch ein bisschen zu lang. Wir stehen einfach hier draußen. Es ist soweit. Ha, okay, jetzt können wir... Okay. Ja, die Straße nach Kamlan. Sinpai nai yo na. Arisha tachi wa daijoubu. Sergei mo Lucas mo iru. Mokutekichi wa Izushita na. Ah. Maoteras ga iru Kamlan e tsuzuku michi ga aru hazu da. Nan te iu? Jijin wa. Hanasanai de iko. Sure. Hitsuyou nai daro. Mata aeru nda kara. Sou da na. Wakatta. Ja, ich kann aber nirgendwo hin, ne? Dann will ich noch ein bisschen weiter spielen, würde ich sagen. Okay. Ja, geh nach Elysia, die hätten gut reden, ja. Dann muss ich erst mal wissen, wo genau ich nochmal hin muss. Über die Glyphe denke, glaube ich. Muss ich den ganzen Weg jetzt laufen, ne? Ist ja wieder Tag geworden. Kann ich jetzt überall hin? Okay. Warte mal. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Also ich weiß, wo ich hingehen muss, aber wo genau ich jetzt hier laufen muss. Okay, ich muss nach Elysia. Wenn ich jetzt noch wüsste. Jetzt kann ich zum Schloss gehen? Okay. Ja, wahrscheinlich den Weg hier zu Fuß gehen erstmal, bis irgendwas passiert. Cool, jetzt können wir endlich mal hier uns umschauen. Ein paar sowieso Splitte in mehrere Parts. Manche hier noch ein bisschen was machen. Und ich hoffe, ich werde kein Problem mit der Musik kriegen, weil das würde mich sehr ärgern. Ich möchte ungern irgendwie den Part runternehmen müssen oder so. Weil ich konnte den Part auch nicht stumm schalten, weil da waren ja noch Gespräche und also was. Ich hatte gewusst, hätte ich die Musik vorher ausgeschaltet oder so vor den Cutscenes, aber ist ja blind. Geht nicht. Hier gibt es eine neue Entdeckung oder so. Bitte. Ich war, glaube ich, nur in einem Raum oder so, als ich letztes Mal hier war. Also kommen. Aber da hatten wir natürlich wieder die üblichen Zweiergespräche, die immer vor den letzten Kampf kommen in den Tales of Spielen.
immer Zweiergespräche, ne? Zwischen irgendwelchen zwei Charakteren. Tears of Graces F war, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Ja, im Future Arc war, glaube ich, anders, aber davor nicht, ne? Weil da hatte man ja 6 Charaktere, glaube ich. Ja. Jedenfalls, Botzing galt. Ich dachte, in Städten wäre ein bisschen besser. Aber anscheinend nicht. Okay. Das ist der große Speicherpunkt, der große Saal, ne? Ne, da habe ich mich reingepottet, glaube ich. Ja, auf der rechten Seite waren wir aber noch nicht, das weiß ich. So, falls ich trainiere auf Screen, werde ich aber ganz schön viel. Ich war ganz schön wenig Raum, wo ich trainieren kann. Verdammt. Ja, komm, irgendwas muss es doch neue geben. Wenn wir jetzt nicht umsonst hier umeiern lassen. Komm, jetzt muss ja was sein. Ah, eine Truhe. Schokoladengelato. Und Trank des Leibens. Die haben wir nichts. Okay, das war Zeitverschwendung. Ich würde mal gerne das Katz Corner jetzt finden, wenn es geht. Ich weiß, wo sich eine Katze befindet. Aber der konnte ich nicht sprechen. Das ist ein Problem. Und hier ist irgendwas. Gut. Ich tue ein paar splitten, also kann ruhig was passieren. Oh, eine Katze. そんなことしたら。こら、猫いじめんな。まったく、猫ひょうまに仕返しされるぞ。ありがとうございますにゃ。猫ひょうま。今日もじゃないにゃ。猫にんにゃ。これが猫に。人なの？猫なの？どっちでもいいわ。可愛ければってこと？ 助けてくれたお礼に猫人の里にご招待しますにゃ。おお、こんなことでここまでいろいろ話を追ってきたというのは幸運でしたよね。だな。じゃあ頼むよ。残念ながら猫人の里は一元さんお断りにゃ。自分で誘ったんだろ。ご指摘はもっともにゃ。けどせちがらい世の中にゃ。 高級価が格安路線か選ばないとやっていけないのにゃ。どこの世界も猫はお高いってけ。商売人としては難しい選択だよね。商売なのか猫人の里って。けど商売なら縁も大事だよね。その通りにゃ。お嬢にゃ。じゃあわかるにゃ。当然あれだね。それにゃ。もうついていけない。<笑> 猫人の里の常連高位転属の身内だって証明してくれればいいにゃ。だってスレイ、高位転属の身分を証明するものか。Habe ich soweit? 高位転属様の身分を証明する。Pfeife vielleicht? 持てるかにゃ。残念。持てな。わあ。 Ja. Schon wieder die Pfeife oder was? Haben wir auf der großen Kammelbrücke. Ja, okay. Dann gehen wir da rein.
Okay. Aber klar, hat wir jetzt irgendwie nebenquestmäßig weitermachen können. Wir sind jetzt praktisch vorm finalen Kampf, ne? Gut. Dann weiß ich nicht. Gehen wir noch mal zur Camelot-Brücke. Um da irgendwas aktivieren zu können. Vielleicht noch mal schnell hier im Dings chillen. Und es geht. マジで倒せたな、ドラゴン。大したもんだ。さすが俺様が見込んだ男だ。分かってるよ。エドナのお兄さんのことだろ。気づいてるかもだが、ジークフリートで俺たちを愛人に打ち込めば。汚れを切り離し、元に戻せるかもしれない。だが、所詮は可能性だぜ。何発必要なのか、そもそも本当にできんのかすらわからねえ。ああ、今じゃないって分かってるよ。悪い、余計な口出しだった。 Doch, Hell darf jetzt warten. Ich kann auch 100 Stunden spielen und nichts passiert mit dem. Die Welt wird noch stehen. So. Ach ja, ich bin ein Damensee. Warum kann ich nicht in Lastomel reingehen? Ach ja, kann ich. Camelot-Brücke. Kann ich aber nicht hin, ne? Nö. Gucken wir mal, wo ich. Warte mal, Damensee. Was? Verlassenes Dorf Photon. Ach, warte mal, ich kann mich zum Schlachtfeld teleportiert, merke ich gerade. Was ist denn hier los? Ja, auf einmal für eine epische Musik. Oh, Doshi Dono. Kono yona basho de. Sochi koso. Keine Ahnung. Doko de nani shite run desu ka? Hai. Godou de kokkyou sen no keibi o okonatte iru no desu ga, chizu ni nai fushin na mura o hakken. Shirabe you to shite ita tokoro de. Oh, ja. Sono chousa 俺たちに任せてもらえませんか。それがいいね。もしあいつらが戻ってたら。どういうことですか。同志じゃないと太刀打ちできない危険が待ってるかもしれないんだ。ですが、頼む。俺はみんながシンパイなんだ。オッケー。ねえ、しょ、wieder die epische Musik。Ich hoffe, ich kriege keine Probleme。 die Medusen vielleicht, Medusen, Medusas. Ja, sind zwei. Ich speichere mal hier und gucke, was hier los ist. Geil. Boah, haben noch nie so lange aufgenommen, 50 Minuten. Ja, ich hoffe, die Aufnahme wird was. Und ja, gegen die werde ich keine Chance haben, das sage ich jetzt schon. 74, obwohl. Ja.
Ja, warte mal ab. Verdammter Dreck. So viel dazu. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vom Dorf habe ich gespeichert. Ich voll Troll. Ah. Ey, das ist doch jetzt unfair. Und ja, ihr seid nicht so stark. Weil Spam die hat aber auch wie blöd, ne? Kann doch nicht sein, ja. So, komm her. Ich habe ich einfach alle drei, alle beide. Ich meine, kriegen auch Erfahrungspunkte, wenn wenn einer von denen sie war noch versteinert. Gut gemacht, Zavet. Halt die auf. Ach Mann. Was? Wie was? Wie hast du dich wieder zurückgewandelt? Zavet, geht's dir gut? Nur Zavet. Wenn einer weg ist, wird das sehr viel einfacher sein. Boah, ihr solltet euch nicht. Toll, Zavet gilt als tot. Komm, mach mal, ich will die, geh nicht auf mich. Hey. Mann, ey, ihr sollt euch nicht jedes Mal, wenn ich wechsle, wieder verbinden, entbinden. So, du bist schon mal weg. So, nicht sterben, noch nicht. Jetzt kannst du sterben. Durch Versteinerung bekommt ihr trotzdem Erfahrungspunkte, glaube ich. Komm schon. Sehr gut. Er hat 4 Erfahrungspunkte gegeben. Okay, geschafft. Gut. Aha. Buff, buff. Okay. Otsukare. Roseko-san. Doushita no? Ima no Sagi wa? Kono chosei tachi wa? Taoreteta no. Hogo onegai. Ryokai shimashita. Nemuri-byou kanja kamoshiremasen ne. Nemuri-byou? Kono atari no furui kiroku wo shougou shite mita no desu ga, dou yara koko wa 20 年前に滅びたフォートンという村のようです。記録によると、全員が無気力になり、ひたすら眠りを貪る病にかかったとか、まるで夢という幻に閉じ込められたかのように。スレイ、それって。Okay. Nimbus Alten. Oh, cool. So ein Engelsring.
Definitiv nicht batteriebetrieben. Nein. Okay. Boah, wir sind wieder kurz vom Level up. Für Erfahrungspunkte haben wir bekommen, ne? Wir waren doch Level 73 und so. Gut. Wir auch was geschafft. Weißt du was, wir gegen Edna und Tail. Okay, haben wir was geschafft. Warte mal, soll ich vielleicht mit denen reden oder so? Okay. Gut, dann würde ich mal langsam sagen, ich beende den Part hier. Schon lange genug. Und Schicksal. どう生きても氷魔になるか死ぬしかない運命だったのか。それは運命というものが確かに存在します。ですが、全てが決まっているなんて思いたくありませんよ。運命とかって考えたことないな。みんな白と黒のギリギリで生きてる。どう転ぶかなんてわかんない。あの姉妹たちはみんな黒の方に進んだ。だから氷魔になった。そんだけでしょ。 Okay, dann würde ich sagen, ich würde jetzt mal endlich den Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.